Hi Leute der gepflegten VR-Unterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, willkommen zu einem neuen Gameplay. Heute stelle ich euch ein Spiel vor, was einmal in Flat spielbar ist und in VR spielbar. Da gibt es einen DLC zu, der umsonst ist, aber da kommen wir gleich zu. Ja, das Spiel heißt The Spy Who Shrunk Me und wie der Name schon sagt, also man kann sich schrumpfen, man kann Gegner schrumpfen und so weiter. Aber kommen wir mal zur Steam-Seite. So, da sind wir auch schon und ja, das Spiel kostet 14,99 €. Ist nochmal ein Flat-Spiel, VR kam nachträglich dazu. Ja, ausgeglichene Reviews, 61% sagten positiv. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das Spiel so ist. Aber wir testen ja die VR-Version, von daher können wir jetzt erstmal nichts zur Flat-Version sagen. Ja, VR-Unterstützung für Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality. Man kann es sitzen, spielen, stehen, spielen. Es gibt keine deutsche Übersetzung, nicht für die Oberfläche und auch keine Sprachausgabe in Deutsch, sondern nur Englisch. Ja, und hier sind wir auch schon. Neuer DLC verfügbar. Und dann klickt man hier drauf und dann wird man weitergeleitet zu diesem DLC. Und wenn man diese Flat-Version gekauft hat, dann kann man sich hier die VR-Version umsonst runterladen. Und die ist dann auch wirklich unter VR abgespeichert. Ist ja nicht bei allen Spielen so, dass die dann wirklich in der Kategorie VR landen. Da sind noch keine großen Reviews zu verfügbar. Ja, das war's eigentlich erstmal. Können wir mal ganz kurz hier ein bisschen vom Trailer anschauen, was man da so machen kann. Das sieht schon witzig aus. Ja, das sind die geschrumpften Agenten. Ja, man kann sich selber schrumpfen. Also es sieht interessant aus, auf jeden Fall. Vom Gameplay spricht mich das auf jeden Fall an. Ich bin jetzt gespannt, wie die Umsetzung ist, wie das Spiel ist und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gameplay und am Ende gibt es dann wieder ein kleines Fazit. Also viel Spaß! So, da sind wir auch schon im Spiel. Checken wir mal kurz die Einstellungen oder Optionen, die wir hier haben. Ja, hier mal Sprache, ne? Leider kein Deutsch. Da bleibt uns nicht viel übrig. Ja, Englisch. Detaillevel, ja, steht als Very High, also Grafikoptionen sind das. Vignette. Ne, Vignette brauchen wir nicht. Off. Bloom kann anbleiben. V-Sync kann ausbleiben. So, gehen wir mal in die VR-Options. Schauen wir, was wir da haben. Mirror Movement Controls, also Spiegeln. Vielleicht ist das für Links- und Rechtshänder. Was passiert, wenn wir das mal einschalten? Ja. Ja, das ist für Links- und Rechtshänder. Das ist cool, dass sie das hier eingebaut haben. Ist für manche Leute sehr wichtig, die jetzt wirklich Linkshänder sind und sonst überhaupt nicht parat kommen. Ja, hier können wir einstellen, wie viel Grad unser Snap-Turn betragen soll. Was haben wir denn sonst noch? Movement Speed, das lassen wir eigentlich alles so. Height Adjust passt eigentlich auch ungefähr. Ja, gehen wir in die Missions. So, da habe ich eben mal ganz kurz, um die Steuerung zu checken, die erste Mission halt mal gemacht. So. Ach. Komm. Nicht ganz so VR-freundlich das Ganze hier. Ja, willst du wohl? Also man muss wirklich nach hier ziehen. Loslassen. So. Ja, Steuerung ist My name is Audrey. Audrey Smooth Spy. It is November the 12th, 1981. Command has sent me on a mission to Moscow. My intel suggests that the Soviet Union has ordered rogue General Boris B. Bolskochkovich to lead a top-secret weapons program in Moscow. To this effect, the Soviets have recruited Ernst E. Eyakopf, a former Nazi scientist and evil genius, to help them. It should be an easy mission. I've snuck on board the Moscow Express
to steal a top secret weapons prototype and find out what the targets are planning. Little did I know, my problems were about to become larger than expected. Rails to Russia, 1981. Start mission, yes. Audrey, yeah. Are you there? Did you get on board? I got to the pickup. Is this all the equipment? Well, you know, with the budget cuts and all, just avoid the conductor. Do not talk to me. Okay, it's a kleines Tutorial. Wir sollen jetzt hier die Bananen nehmen. Let's see here. Das machen wir auch mal. Bananas? It seems like the equipment guys packed in their lunch instead of your pistol. So, sammeln wir die erstmal auf. I'm unarmed then. You'll be fine. So, das ist the rest unser Inventar. Of the gear is there. But you could plant those around and make enemies slip and slide. That'd be hilarious. I'll keep that in mind. Okay. Gehen wir mal. Okay, da ist schon einer, der hat uns gesehen. Also dann leuchtet immer so ein Fragezeichen auf. Wenn der uns sieht. Okay, jetzt warten wir noch mal, bis der weg ist. Und dann werden wir mit dem mal versuchen, mit einer Banane quasi flach zu legen. Watch your step. So. Ich kann mich hier ducken noch. Ha! Ah, da liegt er, ne? Okay. Ja, ist halt eigentlich ein Flat-Game, was nachträglich VR-Support bekommen hat. Das merkt man auch an der Steuerung. Airbag mines. Aber finally an assignment where I get to use these. It's my personal favorite as well. So. Place them on the walls. Just be careful since high velocity bodies do attract quite a lot of attention. Got okay, jetzt haben wir can't den nächsten mit einer Airbag Bombe. Comrade, you funny guy. Schauen wir mal, ob wir die platzieren können. Okay, da geht der. Da ist die schon. Okay. Boom. Ja, nicht ganz ernst in das Spiel. Aber es ist schon ziemlich witzig. So, was haben wir hier? Reach new heights with the teleporter. Okay. So, the lab guys finally did it. They made a functioning teleport array. It's still a prototype, so it takes some time to recharge. But yes, wir können auch you can use it to skip past obstacles and get on top of roofs and lamps and the like. Now, onto the objective. If our intel is correct, Dr. Iacopf has a secret weapon prototype in his personal cabin. Before you get to Moscow, you need to steal that weapon. Last one on the left. Just don't get caught by the conductor. Oh, der hat uns doch noch gesehen? Okay, machen wir es nochmal. So, wenn der jetzt hier weg ist, zack, zack. Und durch. Dann kann er uns auch nicht mehr sehen. Packen wir das mal weg. Den Teleporter. Guten Abend. So, schauen wir erstmal. Okay, da ist einer drin. Kann man nichts machen. Okay, kann man auch nichts machen. Das Inventar ist manchmal ein bisschen störend, wie wir jetzt gerade sehen. Okay, warte mal, hier ist eine Waffe. Oh, it's a shrink ray. The gun makes people small, right? Shoot yourself with it. Heads up. Our mole tells us that Dr. Iacopf is meeting General Bolskotchkovich in the restaurant car right now. The passengers won't mind, but don't get seen by the bad guys. Duly noted. Tickets. I want to see tickets. Escape the cabin by shrinking yourself. Okay, wir müssen hier selber. Schauen wir mal, was der da will. Kann man hier durchlooken? Tickets.
I want to see tickets. I want to see tickets. Tickets. I want to see tickets. I want to see tickets. So, geschwingt sind wir. Jetzt sind wir klein wie eine Maus. Wow. Tickets. I want to see tickets. Komm mal hin. Na komm. Down. Okay, dann landen wir mal kurz in der Toilette. Kann man denn trotzdem die Tür jetzt aufmachen? Ja. Okay, da steht der Typ. War schon ein komisches Gefühl. Alles so kleines. Okay, wir müssen uns jetzt wieder... Weil sonst fallen wir hier runter, mit Sicherheit. Haben wir hier irgendwas? Oh, ja. Neue Munition. Oh, oh, oh. Da habe ich gerade noch im letzten Augenblick gesehen, dass dann Fragezeichen rot war. Das heißt, wir müssen uns da jetzt irgendwie auch wieder anschleichen. Ich probiere das mal so. Weil so dürfte uns ja keiner sehen, oder? Wenn wir so ein bisschen versteckt unter die Tische. Ha. Okay, die buggen ein bisschen durch. Aber ist schon cool gemacht. Da sind die beiden. Da, wo gerade das Fragezeichen war. Und das ist doch bestimmt dieser Eierkopf, oder? Okay, wir sollen da hingehen. The Shrink Ray is ready, yes? Yes, I stashed the prototype in my cabin. So, it's possible to stash all soldier inside rocket? Technically, yes. Unless it's one of those doped-up Ubermen you wanted me to grow in the labs. In the labs. And the rocket, after the soldiers eject, it'll hit target? Yes, the payload will hit round zero. Soldiers can deploy to secondary target en route. A single rocket for nuclear war and invasion is very good. Komm ich jetzt hier nicht mehr weg? What time are we at Moscow anyway? The train's running late. Sieht nicht so aus. I think in few hours. Kann ich da we need to get to office. Der sieht uns. Is everything set up there? At the Connex offices? Yes, at the Connex offices in Moscow, 14B Lennon Street. Warum kann ich nicht? I sure hope no one eavesdrops on our. The shrink ray. Is ready, yes? Okay, ich war direkt. Yes, I stashed the prototype tot. In my cabin. So, it's possible to stash all soldier inside rocket? Technically, yes. Unless it's one of those doped up Ubermen you wanted direkt. Me to grow in the labs. And okay, the ich rocket, muss das Gespräch wahrscheinlich after abwarten. The soldiers eject, it'll hit target? Yes. Bolskochkovich and Eierkopf are planning to launch a nuclear rocket filled with miniature soldiers in a secret area inside the Connex offices. Ooh, what now? Okay, hold on. Direct orders from command. Proceed to the Connex offices when the train gets to Moscow. Better hide from the conductor for the rest of the trip then. Okay. Da wird wieder was angezeigt. Wir sollen uns da irgendwo verstecken. Okay. Das war die erste Mission. Und gehen wir mal weiter. Software Company. Blablabla. Shenanigans. Okay, schauen wir mal. Another smooth entrance. Let's get started. First things first, the entire office is a front. So the office workers here are armed Soviet agents. Do not get caught. Avoid people. Got it. Might be a good idea to test out that shrink ray of yours. Shrink them and toss them into a paper shredder or down the toilet. Or shrink myself and get past them. Well, yes, you could do that. As long as they don't see you and stomp you to death.
Let's avoid that kind of unpleasantry. Comrade, you funny guy. Down you go. Oh, come here. Guck mal hier, Mülleimer. Liegt auf jeden Fall nicht mehr drin. Oh, oh, oh. Okay. Verstecken wir uns mal hier. Der kommt da jetzt bestimmt hier lang, oder? Nein, nicht wirklich. Können wir eigentlich mal kurz schauen? Na, wir müssen da hinten hin, okay. Okay, wir müssen uns jetzt hier schwenken. Jetzt wären wir nicht da durchgekommen. Wow! Das war gefährlich. Dabei, dabei. Oh, 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 oh. Der hat uns gesehen, der hat uns gesehen. Now to find out how to access the place the General was talking about. I bet the servers here will have the information you need. Wir können sogar hinter dem Schrank verstecken. Okay. Wenn wir mal kurz, ob wir hier reinkommen? Nee, okay. Aber wir müssen schon da lang. Wow, wow, wow. So, wir müssen uns jetzt irgendwie durchmogeln. Wow, wow, wow. Very good. Ich glaube, hier können sie uns auch nicht sehen. So, da kommt einer und ich weiß jetzt nicht, ob um die Ecke einer kommt. Sure hope weather clear. Okay, hier können wir uns auch verstecken. Das ist schon cool gemacht. Umsetzung könnte ein bisschen besser sein. Aber hey, wenigstens VR-Support. Das macht auch nicht jede Firma. Müssen wir schnell irgendwo drunter. Wo müssen wir jetzt hin? Ich sehe den Pfeil. Ah, da, okay. Sind wir falsch gelaufen, oder? Da müssen wir mal rein. Jetzt müssen wir mal schauen, dass der uns jetzt nicht sieht. Oh. Okay. Kommen wir jetzt hier rein? Oder müssen wir uns dann wieder groß machen? It's locked. War doch klar, oder? Das war doch klar. Jetzt wird uns da oben was angezeigt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall komplett wieder zurück. What is this da? Sure hope weather. Okay. Ja, die Sachen könnten ein bisschen hoch aufgelöster sein, wenn man in diesen
Shrink-Modus ist. Wir müssen ganz nach oben. Okay. Haben uns nicht gesehen, das ist gut. Wie kommen wir jetzt nach? Wie kommen wir denn jetzt nach oben? Müssen wir mal schauen. Gibt es hier irgendeinen Fahrstuhl? Ja, was ist dies? Gib dir gleich. Ich würde mal gerne da hinten hin, aber es ist gefährlich, da hinzukommen. Lauf! Okay, das ist eine Überwachungskamera sogar. Können wir denn da? Kann man es da irgendwie einhacken, wenn wir jetzt uns wieder groß machen? How is family doing? Still good? Na, da geht gar nichts, okay? Da geht gar nichts. It's the little things. Ja, 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 ja. Jetzt haut er ab. Der ist schnell. Komm, wir versuchen einfach hochzukommen. So, da sind wir doch, oder? I need something to gain access to the servers. This note says to keep the hacking floppy disk away from the servers. It's back in the second floor meeting room for a presentation. To the second floor meeting room then. Also Inventar ist hakelig. Das muss einfach besser laufen. Okay. Please, no. Ouch! Glück gehabt. Okay. For the motherland. Ich hoffe, wir haben einen vernünftigen Checkpoint. Okay, hier können Sie mich erstmal nicht sehen. Okay, da ist das schon. So, jetzt weiß man natürlich nicht, wo der eine steht, ne? Drat. For Soviet Union. Oh, fuck. For Soviet Motherland. Die schlagen hier direkt Alarm. Gotcha. Get a piece. Nee. Das ist es auch nicht gewesen. Also wir müssen uns schrumpfen, definitiv, sonst haben wir keine Chance, da hinzukommen. Hä? Nee, geht nicht. Batteries not included. Rat. Batteries not included. Ich kann die Dinger jetzt auch nicht mehr hinschmeißen. Watch your step. Klappte eben noch ganz gut. Okay. Hier sind wir. Ha, found it. Insert. Kapitalist Server, Computer Magic. Komm herab. Let us gather for what God leanest.
schauen, was wir damit machen können. Ja, super. Legt er das da hin? Okay, wir müssen jetzt dahin. Also das Inventar macht gerade nicht das, was ich will. Ist so nicht wirklich spielbar. Weil immer wenn ich was anderes nehmen will. Na, jetzt liegt das ab. Ja, tut euer Job. Ablegen ist echt ein Problem. So. Jetzt probieren wir es nochmal von vorne. So. Hinlegen ist auch nicht. Ne, Leute. Ich würde sagen, beenden wir jetzt hier die Folge. Oder die Folge, das Video. Und gehen jetzt direkt in den Fazit und schauen wir mal, was ich darüber zu sagen habe. Ja, da sind wir auch schon im Fazit. Und was kann man zum Spiel jetzt sagen? Also erstmal gefällt mir das Grundgerüst, der Grundgedanke gefällt mir. Dieser 80er-Jahre-Agenten-Look ist toll, finde ich super. Das Spiel nimmt sich selber nicht so ernst. Also das merkt man an den Sachen, ja, man legt eine Bananenschale hin, die Leute rutschen aus. Oder man schrumpft die, schmeißt die in den Papierkorb oder schmeißt sie in die Toilette rein oder die fällen Salbe in die Toilette. Was jetzt nicht ganz so human ist, in den Schredder reinzuschmeißen. Also daran sieht man, dass es so ein bisschen mit Humor gemacht ist, das Ganze. Und ich finde, das Spiel ist wie gemacht für VR, denn es spielt mit den Größenverhältnissen und das hat man gesehen, als wir im Zugabteil rumgelaufen sind, als wir uns selbst geschrumpft haben. Ja, wie groß die Leute dann sind, man läuft dann wirklich da so klein rum in dem Zugabteil und ja, das kommt eigentlich einfach super rüber und das hat mich so ein bisschen erinnert an Liebling, ey, ich habe die Kinder geschrumpft, wenn ihr den Film nicht kennt, das ist ein Film aus 80er, 90er Jahre, ich glaube eher 90er, so Anfang 90er war es. Und ja, dafür ist VR einfach gemacht, das zu erleben, dass man wirklich so klein ist. Und ja, also das ist schon mal top. Kommen wir mal zur Steuerung. Also erstmal funktionieren die Valve Index Controller. Also da gibt es erstmal nichts zu meckern. Die haben daran gedacht, dass wir, ja erstmal, man kann sich frei bewegen mit dem linken Stick. Ist super. Wir haben eine Möglichkeit zu springen, wenn wir den rechten Stick hoch machen. Wir können uns ducken, wenn wir den runter machen. Und wir haben sogar Snap-Turn. Ist auch nicht selbstverständlich, dass sie das eingebaut haben. Links oder rechts bewegen wir uns halt in diesen Snap-Turn. Den Winkel können wir anpassen. Also alles super. Und für Links- oder Rechtshänder, man kann das Ganze spiegeln. Das heißt, man kann sich dann entweder hier bewegen oder man kann sich hier bewegen. Ist wichtig für Linkshänder. Und ja, der Hoshi 82, der hat das immer zu bemängeln bei Spielen, die das nicht unterstützen. Und er hat dann echt Probleme, damit klarzukommen. Ist klar, wir sind gewohnt als Rechtshänder, wir steuern mit dem linken Stick und alles ist gut. Und er ist das halt genau andersrum gewohnt. Und ja, von daher ist ein Gamebreaker für Linkshänder. Wer den Kanal vom Hoshi nicht kennt, ich werde den unten mal in die Beschreibung packen. Er hat auch echt einen coolen VR-Kanal, echt witzige Videos, gute Videos und schaut einfach mal rein und abonniert ihn mal. Ja, jetzt kommen wir aber zum Negativen. Also erstmal muss ich sagen, das Inventar stört die ganze Zeit in VR. Also wir haben diesen komischen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Gürtel und der schwebt die ganze Zeit vor uns. Und wenn wir Sachen aufgreifen wollen, ja, der backt die ganze Zeit
quasi da rein. Also egal, wo wir hingreifen wollen, da ist auch der Gürtel. Und das stört einfach. Manchmal werden die Befehle dann nicht angenommen, die man machen. Ich will irgendwas aufheben. Funktioniert nicht, weil ich in dem Gürtel drin bin. Also, ja, das ist schon mal ärgerlich. Da könnte man gerade so mit leben, aber ja, sehr, sehr schwierig. Was aber noch mehr stört, ist, wenn ich Sachen greifen will. Manchmal klappt es super, ich kann die greifen, kein Problem. Ich kann die ins Inventar legen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal hakt das Inventar und das geht nicht wirklich rein. Also das habe ich jetzt öfters gemerkt. Also auch bevor ich aufgenommen habe, habe ich mal natürlich 10 Minuten mir die Steuerung angeguckt. Und ja, da habe ich auch schon gemerkt, oh, das ist echt hakelig und ja, funktioniert nicht so, wie man wohl will. Ich dachte zuerst, das liegt an mir, dass ich da irgendwie ja nicht die richtigen Griffe mache oder so, aber ich habe so viel probiert und es, egal was, es ist immer hakelig und es gibt immer mal wieder Probleme. Und das hat man am Ende gesehen, wenn es wirklich dann kritisch wird, man muss schnelle Entscheidungen treffen, man will jetzt schnell die Waffe wechseln und zum Teleport greifen oder so, ja, dann kann ich die Waffe auf einmal nicht weglegen. Und ja, sowas darf nicht sein. Und das ist ein Gamebreaker und deshalb habe ich das Spiel dann am Ende auch abgebrochen, weil es ja einfach so nicht spielbar ist. Kann sein, dass in Flat alles wunderbar funktioniert, aber ich teste jetzt hier die VR-Version. Also dieses Fazit ist jetzt nur für die VR-Version, nicht für die Flat-Version. Ich werde jetzt meine Eindrücke zusammenfassen in der E-Mail und dem Entwickler auch schreiben. Und ja, ich werde jetzt keine Review schreiben auf Steam, denn das wäre zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht in Ordnung, weil ich würde den jetzt erstmal nicht so ganz positiv schreiben, dieses Review. Und ich möchte den Entwickler jetzt noch eine Chance geben, da durch ein Update ein bisschen was zu verbessern. Wäre natürlich cool, wenn die das machen, weil das Spiel hat echt Potenzial und könnte für VR echt ein cooler Titel werden. Es hat auch mehrere Missionen, wie wir ja gesehen haben in der Anfangsmission. Da waren ja diese Kästen mit den Fragezeichen, die wir freispielen müssen. Und da waren ja einige. Also, ja, ich hoffe, der Entwickler macht da was und dass das VR-Spiel dadurch besser wird. Und ich werde das dann definitiv nochmal testen, wenn ein Update kam. Wenn jetzt kein Update mehr kommt und der Entwickler sagt, nee, wir machen da nichts mehr, werde ich natürlich auch eine Review schreiben, die dann nicht ganz positiv ist. Weil, ja, so ist es meiner Meinung nach nicht wirklich gut für VR und ja, kann man so nicht benutzen. Ja, kommen wir mal langsam so zum Ende. Aber erstmal möchte ich mich nochmal bei allen Leuten bedanken, die meinen Kanal so toll unterstützen, ja, die meinen Kanal abonniert haben. Ich habe jetzt vor kurzem die 500er Grenze erreicht. Hey, also ich habe die Grenze geknackt. Ich bin jetzt über 500 und das freut mich echt mega. Also der Kanal geht langsam immer weiter nach oben. Und ja, danke dafür, Leute, dass ihr meine Videos schaut, Likes draufhaut, kommentiert. Das alles bringt mich im Ranking höher und ja, ist natürlich immens wichtig, um meinen Kanal nach vorne zu bringen. Natürlich möchte ich mich auch nochmal bei den Leuten bedanken, die jetzt wirklich auch mit Euro-Spenden da was gemacht haben. In der Beschreibung seht ihr so einen Tippi-Stream-Link, Spenden-Link und darüber könnt ihr mir Spenden zukommen lassen. Das geht alles nur in Software, in Hardware und so weiter, wird das alles, investiert. Ich kam gerade nicht auf das Wort. Und das geht kein bisschen in irgendeine Privattasche. Also das Ganze, was ich hier mache, hat so viel Geld schon gekostet. Und da habe ich noch keinen Plus gemacht, glaubt mir. Das freut mich natürlich immer super, wenn da Leute mich so unterstützen. Aber natürlich auch einfach nur über Likes, Kommentare und so weiter. Also Kommentare sind echt nicht zu unterschätzen, denn YouTube hat ja ein Ranking. Und sowas bringt einen weiter nach oben. Und ja, nach oben will ich auch, denn ja, alleine wenn ich jetzt größere VR-Entwickler anschreibe und die schauen dann auf meinem Kanal, an meinen Link und sehen dann, ja, der hat jetzt 500 Abos. Pff, was sind 500 Abos? Die nehmen als Referenz englischsprachige VR-YouTuber und ja, damit können wir Deutschen natürlich nicht mithalten. Also es gibt ja nur ganz wenige, die da wirklich relativ groß sind an VR-YouTubern und der Rest ist relativ klein. Ja, und wir kriegen dann diese Keys natürlich nicht, müssen dann, um dafür Tests zu machen, natürlich kaufen. Also ich kann nicht alle Spiele kaufen, das ist einfach unmöglich, wenn man sieht, wie viele Videos ich schon rausgehauen habe. Also wenn ich diese Spiele alle gekauft hätte, wäre ich echt arm und ja. Sowas geht nur, wenn mein Kanal weiter wächst und ja,
Danke nochmal dafür, Leute, dass ihr mich so toll unterstützt. Und ja, wer jetzt neu auf meinem Kanal ist, wäre natürlich cool, wenn ihr mich auch unterstützt. Like drauf, Abo drauf und ja, guckt meine Videos. Das alles bringt mich weiter nach oben. Ja, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel geredet. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es gibt jetzt bald, ich vermute nächste Woche, einen Livestream, einen Horror-Livestream als 500er-Special. Und ja, ich habe jetzt schon Bammel davor. Also das kommt jetzt definitiv bald. Ja, aber jetzt wirklich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.